Moin Moin, willkommen zurück zu Legion TD2. Welcome to Nova. So, gucken wir mal. Gefällt mir an sich sehr gut, was ich hier habe. Das würde ich austauschen gegen die. Die Bäume, die waren letztes Mal mega geil. Aber ich glaube, pulverisieren mag ja. Okay. Wir machen Folgendes. Ich setze hier erstmal davon einen guten hin, damit ich mit ihm schon Mana sammeln kann, um ihn dann zum Kingpin aufzuwerten. Okay, hat auch drei, der hat auch die Kaulquappen. Na gut. Ich probiere jedenfalls erstmal den einen hier dick zu machen. Ja. Vor ihn setze ich dann wahrscheinlich hier noch die. Gucken wir einfach mal. Lusora. Okay. Okay. Jetzt haben wir noch einen zweiten mit hin. Ja, ich kann eigentlich aufwerten, weil Styosora komme ich erstmal eh nicht durch. Okay, die Kleinen kriegen 1,2 und er kriegt 0,6. Er kriegt weniger. Okay, das wird verkackt. Aha. Die haben schon viel mehr als mein einer. Alles halb so wild. Ja, mit denen muss ich mich auch mal ein bisschen mehr auseinandersetzen, wie die am besten funktionieren. Was brauchen wir ein bisschen? Magie. Mit König aufwerten. Harpien gebaut. Ich könnte wahrscheinlich auf die 5 gehen. Da 5 mal was schicken. Das schafft er noch. So, wir haben die. Die kann man auch tauschen, ne? Genau, die kann man auch tauschen. Ich werde das mal so machen, dass ich hier so einen Schleim hinstelle. Und dann schicke ich auf der 5
dem ein bisschen was rüber. Auf Stich und das heißt O. Sollte ganz gut klar gehen. So. Ich kann natürlich hier noch so einen hinsetzen. Kann auch nach hinten dann noch ein paar Tanks machen. Rein theoretisch. Aber ich werde, glaube ich, einfach noch mal so eine hinstellen. Und dann gucken wir mal. Okay, jetzt hat er noch einen Madman geholt. Aber sieht gut aus, sieht gut aus. Da sind wir durch. Jawohl. Das wird was. Sehr gut. Er wird auch blocken. Ich habe, glaube ich, diese Runde schon mal was gelernt. Die Angler so klein lassen, wie es geht am Anfang. Und das später aufwerten. Ich habe keine Kohle. So machen wir das. Das ist mir scheißegal, das kleine Ding. Lenkt das erstmal alles ab. Okay, das sieht nicht ganz so gut aus. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Ist gerade so geschafft. Packen wir erstmal das hin. So, ich kann jetzt natürlich Kanonenfrau schicken. Ich kann auch eine Mol schicken. Dann können die Harpien nicht so viel. Oh, jetzt hat er noch einen Gargoyle geholt. Ah, es wird eng. Wenigstens ein bisschen was, wie es aussieht. Hä? Scheiße, der hat zu viel Speed. Nein! Okay. Ich habe ja auch ein bisschen zu kämpfen, aber das sieht dann doch noch ganz gut aus. So, ich kann jetzt... Ich erstmal noch so einen Schleim aufwerten und so. Den mache ich dann zum Tank später. Ich schicke, glaube ich, jetzt auf der 9 oder auf der 10. Die 9 ist gut, weil die so Abfang haben. Könnte einfach, weil da kommen die ganz gut durch. Einfach einen Dragon noch schicken.
Das sollte klar gehen. Machen wir mal ein paar von den Vögelchen hin. Könnte ich auch eine Turtle schicken auf jeden Fall. Gucken wir mal. Jedenfalls halte ich an sich ganz gut. Mistvieh geschickt. So wild. Der hat ihn jetzt verstärkt. Jawohl, der Dragon haut ordentlich rein. Jetzt wollte ich das sehen. Ja. Bonus piepen. Jetzt kommt die Dicke. Die knalle ich hier hin. Und der gebe ich dann pulverisieren. Die kriegt von mir dann pulverisieren. Ja. Schick mal mit. Fall nicht schlecht. So, 100. Wie sieht es hier drüben aus? Ah, der wird schnell fertig gemacht von den Harpien. Aber es sind nur noch die Harpien da. Okay, er ist auch nicht durchgekommen. Aber wie sieht es hier aus? Ja. Haben wir geschafft. Pulverisieren. Pulverisieren. So. So sieht das gut aus. Ich mach so ein Birdie auf. Kommen. Machen den König schon mal ein bisschen stärker. Ah, sollte alles kein Ding sein. Gerade mal die Hälfte voll. Ich hätte wirklich mit den Kleinen anfangen sollen, weil jetzt kann ich den aufwerten. Einen von den Kleinen. Zu wenig Magieschaden. Halb so wild. Ich muss auf die Golems. Könnte zwar auch hier, aber da hat er schon wieder zu viel Stich. Ich muss auf die Golems. Der DPS vom Stich ist zu stark. Er hat kaum Zauber und kaum Aufprall. Und daher sind die hier sehr gut. Die nächste Welle. Ich lege jetzt ein bisschen zurück.
das habe ich wahrscheinlich nicht zu blocken. Das schickt schon echt gut. Hinten noch mal eine hin. Vögelchen. Und jetzt mach ich noch Hör mit. Und das soll erstmal genügen. König aufgewertet, noch ein Dragon geschickt. Ja, hier gibt es ordentlich auf die Fresse. Jawohl. Oh, er kommt nicht durch. Das sind Seepferdchen. Fünfzehn ist auch sehr gut. Bis jetzt ist noch keiner so wirklich zum König durchgekommen. Oh, okay. Aus Versehen D gedrückt. Ah, das bringt mir aber nicht. Ich muss auf der 15 schicken. Schickt immer einen Drachen. Aber ich, also der Drache bringt irgendwie am wenigsten. Ich habe doch gar nicht so viel. Okay, ein paar Vögel habe ich aber vorne. Aber keine Tanks. Mache ich jetzt ein Voreis rein für den Golem. Und ja, für die natürlich auch. Ein bisschen Stichschaden wäre vielleicht nicht schlecht. Das muss man schon sagen. Ein bisschen Stichschaden. Was könnte ich denn dann noch schicken? Ich könnte eine Kanone schicken. Oder wir machen einfach noch ein paar Echsen. Okay, hier kommen wir gut durch, wie es aussieht. Ne, die haben zu viel Attack Speed. Also es kommt durch, aber nicht fett. Er blockt die ganze Zeit mit den Seepferdchen. Schwierig. Sehr schwierig. Aber die brauchen noch ein bisschen. Die lasse ich erstmal so, wie sie sind. Dann mache ich mal die Tanks draus.
aufwerten. Man hat schon 28 Worker und kommt trotzdem nicht durch. So, Aufwertung kostet 250, okay. Kommt einfach trotzdem nicht durch. Okay, müssen wir gucken. Das wird wahrscheinlich nichts. Ich mache den klassischen Dreier. Ich habe sogar verteidigt, erstaunlich. Sah ja am Anfang gar nicht so aus. Ich werde jetzt erstmal alles auf, was ich habe. Außer die. Er kann vielleicht noch ein bisschen sammeln. Ich glaube zwar nicht, dass da noch 4 dazu kommt, aber vielleicht wenigstens auf 100. Das wäre nicht schlecht. So. 280. Schickt immer Drachen mit. Muss ich schon dann relativ schnell weg. Die ganzen Harpchen, Mensch. Noch übelst eine Attack Speed. Nee. Ich bin auch nicht durchgekommen. Ja, schon. Ja, 17 war nicht optimal für mich. Wenn die Welle gut gegen. Wenn ein Stich gut gegen die Welle ist, dann bin ich im Arsch. Jetzt werde ich mal ein bisschen Zauberei aufstocken. Ja, nee, die scheiß Kaulquappen. Ich stehe mal noch so einen Schleim hin. Ja, da kriegen wir wirklich nicht mehr viel dazu. Schwierig. Alter, wie viel Rocker hat der? Er hat einfach zu viele Attack Speed Harpchen. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Na komm. Wenn es aufgewertet. Jetzt habe ich ganz schön viel gebaut. Jetzt kann ich auf 30 Rock auf jeden Fall hochgehen. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Zauberschaden ist sehr gut. Die Frontline ist nicht ganz so stark. Eher die Harpien. Eher die Harpien sind das Problem dahinter. Also wir halten auf jeden Fall 3 Kingpins auf einmal da. Gar kein Thema.
Ja, überall noch ein bisschen was hinpacken, so. Vor Eis noch holen. Für die Frontline-Tanks. Und eine Schnecke. Nächste Runde wird ein dicker Send kommen, auf jeden Fall. Also die Frontline, die hält wirklich schon ganz gut. Und dahinter dann die. Ich meine, der schmilzt die weg, aber die sind immer noch zu viele. Aber er ist durchgekommen. Ich schaff's gerade so nicht. Und der hat noch gut Leben. So. Jetzt kommt's drauf an. Ich werde erstmal auf, was ich habe. Und noch ein bisschen Fernkämpfer dazu. Das ist schon ganz schön voll hier. Auch eine fette Backline mit den, wie heißen die? Priesterin des Abgrunds. Gucken wir mal. 860. Das sieht gar nicht gut aus. Ah, da sind noch welche da. Schafft es nicht. Sieht es auch hart aus. Und er hat verteidigt mit den scheiß Harpchen. Hat noch nichts zu tun. Ah, so viele Golems. Josora. Massig Tanks. Auf jeden Fall auf Voreis gehen. Auf eine Menge von denen. Der deren König kriegt auf die Fresse. Ah, das wird ein enges Battle. Ah, keine Knedens mehr. /420. Ich habe ihm mehr geschickt. Die Voreis sind übelst wichtig für die Frontline. Jetzt kommen die gar nicht durch. Die ganzen Scheißharpien. Also ich bin raus. Ja, auch. Das sieht aber nicht so aus. Also wir könnten noch überleben. Wir könnten noch überleben. Aber ich glaube, selbst wenn, wird die nicht genug Schaden machen. Okay. Nee, das war's. Das war's.
Wenn ihr Tipps habt, wie ich an den Harpien vorbeikomme, schreibt's in die Kommentare. Schreibt's rein. Könnte ich gebrauchen fürs nächste Mal, wenn ich sowas hab. Voll Tanks, Harpien hinten dran. Bin einfach nicht durchgekommen. Na gut. Ja, war relativ ausgeglichen bis zum Schluss, nicht wahr? Ah, 60 Worker dann. Na gut, war's das für heute mit Legion. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.